Na, Männer. Alles klar. Jawohl, Herr Karl! Gut, Situation ist folgendermaßen. Ihr seht schon, vor uns liegt ein gigantischer Konvoi, wahrscheinlich sogar der größte, den wir überhaupt bislang in diesem Spiel zu sehen bekommen haben. Vorfluten hat aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Also da, wir konnten die Luke nicht öffnen, kein Sauerstoff ins Boot strömen lassen. Deswegen bin ich jetzt einmal ganz kurz aufgetaucht. Luftqualität ist wieder bei 100%. Das heißt, wir gehen direkt wieder auf Zero-Tiefe. Bloß nichts riskieren. Und dann müssen wir uns das Ganze einfach mal sehr genau ansehen. Prien bekommt hier eine Pause und Öldorp ist ja doch einigermaßen ausgeruht. Der begibt sich in den Horchraum. So, dann mal schnell wieder runter. Kleine Fahrt voraus. Blaues Licht ist an, Ventilation können wir ausmachen. Ja, und wir müssen auch nochmal hier Druckluftreserven auffüllen. Und dann schauen wir mal, wie da so quasi die restliche Verteilung der Schiffe aussieht. So, der Alte ist am Periskop. Was macht die Kursgenauigkeit? 74, okay, passt. Das heißt, Weber kriegt jetzt erstmal eine Pause. Damit wir dann hier durchrotieren können mit den, mit dem Alten und dem Weber. So, Blick auf die Karte geworfen. Da sollten wir gleich wieder unsere Kontakte zu sehen bekommen. Der Konvoi ist jetzt natürlich ein kleines Stückchen weitergefahren im Vergleich zur letzten Folge. So, da kriegen wir wieder unsere Kontakte. Jetzt ist halt die Frage, 4 Kriegsschiffe sind auf jeden Fall hier vorne nochmal zur Erinnerung. Jetzt ist die Frage, wie viel schippert hier hinten rum. So hätten wir jetzt zumindest, wenn wir so irgendwie drankommen, zumindest schon mal so einen kleinen Korridor, wo wir auf die Handelsschiffe operieren können. Aber das sind jetzt, das ist eher klein, klein, aber der hier ist ganz ordentlich. So. Na gut, wir müssen ein bisschen näher dran. Mir hilft ja alles nichts. Moment mal, wo ist denn nochmal der Befehl? Hier. Na? Fährt er das Seerohr auch aus, oder? Okay, einmal manuell dran gehen. So, einmal hier rüber schwenken. Oh, das ist halt tatsächlich, das ist der Flugzeugträger. Zerstörer. Und da hinten so in zweiter und dritter Reihe sind die dicken Frachter. Nicht schlecht, Herr Specht. So, Datenerfassung läuft. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu weit entfernt, oder? Das wäre der Flugzeugträger. Ah, hier ist der Flugzeugträger. Okay. Okay, okay. Unknown Escort Carrier. Wer ist dann er hier? Moment mal. Also der Zerstörer ist ja vor dem dicken Frachter da hinten. Wird uns der Zerstörer hier noch gar nicht angezeigt? Kann das sein? Ich glaub's fast. Ah, jetzt hier. Da ist der verdammte Zerstörer. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Okay, irgendwo hier drüben dümpelt der Flugzeugträger rum. Ich bin halt gerade mal am Überlegen. Flugzeugträger ist natürlich ein super attraktives Ziel. Aber die halten halt schon auch ein bisschen was aus. Ob es nicht mehr Sinn macht, erstmal auf die anderen, auf die Handelsschiffe zu gehen, auf die dicken Pötte hier. Weil die bringen halt am Ende auch einfach Geld. Und für einen Flugzeugträger, glaube ich, kriegen wir halt nichts. Oder nur sehr wenig. Ne, was ja wirklich für den BDU leider nur zählt, sind ja die Frachtschiffe. Aber ist echt die Frage, ob wir hier überhaupt vernünftig drankommen. Meine Hoffnung ist, dass wir jetzt hier dann ein bisschen näher dran kommen und dann vielleicht quasi so, aus so einem Winkel hier irgendwie an die Schiffe hier dran kommen. Und ich würde natürlich am liebsten mir auch die Rosinen rauspicken und wirklich nur die dicksten angreifen.
Ja, auch hier wäre schön, wenn wir den Zaunkönig schon hätten, ne? Einfach mal reinhalten hier. Eins, zwei, drei richtig dicke Dinger. So in etwa vielleicht. Wir wissen halt auch nicht, ob hier hinten noch irgendwas kommt. So, jetzt geht die Sichtweite runter, weil der alte unausgeruht ist. Und der Weber, ja, den lassen wir noch. Schauen wir, dass der blaue Balken noch ein bisschen weiter hoch geht. Wir könnten natürlich dem Kommandanten mal ganz kurz einen Kaffee angedeihen lassen. Ich glaube, das machen wir auch. Was sagt der Sauerstoff? Er ist auch schon wieder verdammt weit runtergegangen. Das ist so dermaßen ärgerlich. Da müsste ich vielleicht echt mal schauen, ob es da nicht doch schon eine funktionierende Mod gibt. Viele Mods sind halt einfach, wie sagt man, outdated. Nee, Kaffee ist hinten. Und funktionieren einfach nicht mit der aktuellen Version. Das wird auch, glaube ich, erst wirklich richtig interessant, wenn dann irgendwann mal die finale Version erschienen ist. So. Wie ist es? Ja, kommt der Sache schon deutlich näher. Okay, gut. Sichtweite steigt wieder. Er macht mir halt große Sorgen hier, ne? Das ist ganz klar. Aber wir haben auch keine weiteren Horchkontakte mehr jetzt hier so in dem Bereich. Also vielleicht kommt hier hinten gar nicht mehr so viel. Aber wenn das mindestens 26 ist, dann muss das ja schon irgendwie so eine Bubble hier sein. Wisst ihr, wie ich meine? Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Kann man nicht eigentlich, Moment mal, aber Kartentisch, das kann halt auch nicht jeder, ne? Wir bräuchten, eigentlich bräuchten wir fast noch einen weiteren Befehlshaber. Aber gut, lassen wir ihn. Er darf mal kurz an den Kartentisch. Wird auch gleich schon wieder problematisch. Können wir eigentlich schon wieder Dings nachlegen, oder? Kaliumabsorber. Wir haben ja genügend davon und wir haben auch aktuell noch genügend Geld, dass wir da dann wieder Nachschub holen können. Wir packen die Dinger einfach schon mal rein. Die dürften auch gerne ein bisschen effektiver sein für meinen Geschmack. Einmal aufmachen hier. Bisschen sparsamer vielleicht. 15 Stück. So. Dann werden wir doch hoffentlich irgendwie mal zum Schuss kommen hier. So, auf ihn könnten wir jetzt natürlich schon Kurs berechnen, aber der ist mir einfach zu unattraktiv. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Einmal kurz, ja, sollen wir noch warten mit, wir warten noch mit der Ventilation. Okay. Öldrop. Wir sollten zusehen, dass wir hier schon mal ein paar Kurse vorbereiten. Da müssen wir einfach noch ein bisschen näher dran. Ich glaube, wir sollten direkt auf große Fahrt gehen. Die sind relativ zügig unterwegs für so einen großen Konvoi. Okay, da haben wir den Zerstörer wieder in Sichtweite. Okay, ich glaube, realistisch wäre vielleicht, dass wir die beiden hier in Sichtweite bekommen. Dann können wir da auf jeden Fall Kurse berechnen. Hat er jetzt eigentlich das Zero ausgefahren? Ja. So. Torpedo ausrichten. Okay. Und bevor irgendjemand auf die Idee kommt, es wäre vielleicht eine gute Idee, jetzt erstmal die Kriegsschiffe anzugreifen. Völlig unrealistisch, Leute. Tut mir leid.
Okay, wir müssen jetzt einfach mal auch die Ventilation einschalten, auch wenn es wirklich riskant ist. Ich würde noch gerne ein bisschen näher dran hier. Damit wir den hier irgendwie in die Sichtweite noch bekommen. So, das müsste ja genügen. Ja, wenn wir irgendwie einen günstigen Winkel hinbekommen, dann könnten wir zumindest die beiden hier angreifen. Das sollte schon irgendwie funktionieren. So, was macht die Kursgenauigkeit? Weber, geh ans Beobachtungsperiskop. Öldorp rechnet auf ihn. Okay, das passt. Und für ihn hätte ich auch gerne noch einen Kurs. Die beiden. Und dann hoffen, dass die uns nicht davonfahren. Sieht man hier schon irgendwo, wie schnell die unterwegs sind? Nee. Und dann irgendwie in eine günstige Position kommen und die beiden angreifen. Ist, glaube ich, aus der aktuellen Position heraus tatsächlich die beste Idee. Naja, da hängt schon noch so ein ganzer Rattenschwanz hinten dran. Die sind jetzt nur von uns einfach relativ weit entfernt. Also wirklich, könnte tatsächlich wirklich der allergrößte Konvoi sein. Der ist schon relativ beeindruckend hier. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem mit dem Flugzeugträger. Aber ich gehe lieber auf die Frachter, um ehrlich zu sein. Aber sobald es hier knallt, werden die Flugzeuge in die Luft gehen. Also, und nicht im Sinne von explodieren, sondern um uns den Garaus zu machen. Ist hier eigentlich alles gut? Ja, soweit so gut. So, hier sind wir bei 45%. Ach krass, jetzt bringt die Ventilation aber 100... Die war gerade bei 182, habt ihr gesehen? Jetzt sind wahrscheinlich die Kaliumabsorber verbraucht, oder? Jetzt ist es wieder runtergegangen. Schauen wir mal nach. Sieht man das auf die Schnelle irgendwo? Oder muss ich da tatsächlich manuell hingehen? Mach ich mal auf. Okay, die sind durch. Hauen wir nochmal 15 rein, kann ja nicht schaden. Ich meine, mit der verbesserten E-Maschine oder beziehungsweise mit dem verbesserten, mit der verbesserten Batterie sind wir eine ganze Weile handlungsfähig. Also das ist kein Problem. Wenn, dann geht uns die Luft aus. Wenn die nicht so schnell wären, ne? Das ist natürlich super, super unangenehm. Deswegen glaube ich, müssen wir jetzt fast auf AK-Fahrt gehen, wenn wir hier irgendwie für die beiden einen günstigen Schusswinkel hinbekommen wollen. Was machen die Torpedokurse? Geht voran. 9 km/h und wir machen 18. Oder sehe ich das richtig? Ne, kann eigentlich nicht. Ah, doch, 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 stimmt schon, stimmt schon. Da steht es ja auch hier. 18 km/h, ja. Puh. 87 haben wir bei dem. Wie schaut es hier aus? Da sind wir jetzt auch schon bei 50. Boah, hoffentlich entdecken die uns jetzt hier nicht. Hier mal so mitfahren. Ich meine, ich fürchte, allein schon wegen der Luft, da müssen wir halt drauf achten, ne? Und ich denke, okay, wir müssen hier nochmal ein bisschen durchwechseln. Weber wird jetzt ungern den Kurs verlieren. Und der Kommandant, da wird die Sichtweite auch gleich wieder runtergehen. Wir sind schon jetzt echt verdammt nah dran. Also, naja. Schwierig, 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 hier in eine gute Position zu kommen. Also in eine wirklich gute Schussposition. Versuchen mal, und ich würde auch nochmal speichern an der Stelle, ne? Sonst ist das, war das jetzt alles für die Katz hier. Oh Mann, Leute. Oh, ja, was machen wir denn? Gut, noch ein Stückchen mitfahren. Luftqualität, das sieht noch ganz gut aus.
Machen die Ventilationen vielleicht mal aus an der Stelle. Jetzt kommen wir doch ganz schön nah an ihn hier auch dran. Und dann müssen wir uns fast in Schussposition begeben. Und dann werden wir auch relativ zügig abtauchen müssen, weil wenn wir die mal aufgeschreckt haben hier, dann ist hier Party angesagt. Der dreht. Scheiße, der dreht jetzt schon. Okay, wir drehen uns auch. Kurse stehen. Angriff beginnt. So, die funken jetzt auch schon. Anlauf beginnt. Hilft ja alles nichts. Wir schießen erst auf den hinteren und jeder kriegt zwei Aale. Empire Trumpet. Winkel müsste ja passen. Empire Trumpet. Rohr 1 und 2 bewässern. Streuung, die machen wir auf 0. Also kein richtiger Fächer in dem Sinne. Aufschlagzünder aus dem Winkel ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und wir gehen auf 3,5 Meter. Mündungsklappen öffnen. Rohr 1 und 2. Los. So. Der nächste bitte. Scheiße, die fangen jetzt auch zu zacken an, oder? Ah, das könnte jetzt richtig in die Hosen gehen, aber wir riskieren es. Rohr 3 und 4 bewässern. Streuung 0. Tiefe 3,5. Mündungsklappen öffnen. Rohr 3 und 4. Los. Idealerweise hätte man natürlich jetzt noch ein bisschen länger gewartet. Damit die Zeit gleich einschlagen, aber ich will... Also Hauptsache, wir treffen jetzt da irgendwas. Aber wenn die jetzt schon zu zacken anfangen, kann das sein, dass das jetzt komplett für die Katz war. Weil die uns entdeckt haben. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Das sieht nicht gut aus. Bisschen zu lange gewartet. Empire Candida. Sieht man das eigentlich hier Echtzeit, wenn die ihren Kurs verändern? Das wäre natürlich interessant zu wissen. Was machen die alle? Der dürfte schon treffen. Ja, die treffen. Bei dem sieht es aktuell auch gar nicht so schlecht aus. Wir müssen jetzt natürlich den Zerstörer im Auge behalten. Volltreffer. Und wir haben ja... Zweimal Volltreffer. Wir haben Täuschkörper an Bord. Fällt mir jetzt gerade erst ein. Okay. Ich predikte mal, wie man heute so schön sagt. Das sollte gereicht haben. So, wird schon evakuiert. Jetzt drückt mal die Daumen, Männer. Man muss es auch positiv sehen. Wir haben ja keinen konkreten Auftrag, außer nach La Rochelle zu kommen. Alles, was wir auf dem Weg dahin mitnehmen und versenken, ist einfach noch so ein schöner Bonus on top. Und also quasi unser persönliches Geschenk an den BDU. Da drüben ist der Zerstörer. Der andere hat sich auch schon gedreht, kommt in unsere Richtung. Flugzeuge sind noch keine in der Luft. Was machen die anderen beiden alle? Sind vorbeigegangen. Scheiße, beide vorbeigegangen. Der hat halt gebremst, nehme ich an, ne? Okay, hilft dir alles nichts. Wen haben wir hier? Frachter. Ja, jetzt sind die natürlich aufgescheucht. Und jetzt sieht man aber zumindest auch mal eins. Was ist hier los? Flugzeug in der Luft. Okay, wir tauchen mal. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen auf Tiefe. Einmal schön auf 70 Meter gehen. Dann brauchen wir auch niemanden mehr am Periskop. Das heißt, den Kommandanten können wir tatsächlich mal in die Koje verfrachten. Den brauchen wir einfach möglichst ausgeruht. Und er bleibt so lange noch am Kartentisch, bis ihm die Augen zufallen. Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. Was macht die Luftqualität? Knapp 50. Okay. Gut. Dann tauchen wir mal ein bisschen ab und wir könnten natürlich direkt einen Täuschkörper raushauen. Wir setzen mal so einen Kurs hier. Ärgerlich um die beiden Aale hier. Das ist definitiv auch von der Größe her ein Zerstörer.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kriegsschiffe. So. Ah, der hat schon, der weiß, glaube ich, ganz genau, wo wir sind. Wie tief sind wir? Wir gehen noch tiefer. 100 Meter. Und wenn der mit Wasserbomben um die Ecke kommt, wer hat nicht schon irgendjemand, genau, er hat hier Täuschkörper in der Tasche. Da kommen die Wasserbomben. Ach du Scheiße. Moment. Schnappen wir uns ihn hier. Okay, das wird ja gleich einen Heidenlärm verursachen. Wir gehen noch ein bisschen tiefer. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Und wir drücken jetzt auch schon Täuschkörper raus. Um hier einfach ein bisschen für Verwirrung zu sorgen. Da knallt schon. Oh, der war aber nah. Kein Anfänger da oben. Okay, solange da oben die Wasserbomben detonieren, da draußen, gehen wir auf große Fahrt. Die sind schon nah. Haben sie gut eingestellt. Aber so muss das sein, Männer. Ganz ehrlich. Wir hatten schon so viele Feindfahrten, die ein regelrechter Spaziergang waren. Trotz massiv Geleitschutz. Und uns ist wirklich nichts passiert. Wir sind nicht mal behakt worden. Das darf schon ein bisschen spannend sein. Das ist so eine richtige Serie, die der abwirft, ne? Na, schauen wir mal. Ob sie anbeißen. Hier mit unserem Täuschkörper. Na, war's das? Ne, ich höre immer noch was. Sehen kann ich aber nichts. Luftqualität 45. 37 Minuten. Wir haben natürlich immer noch Kaliumabsorber. Aber wir können natürlich auch nicht unendlich lange unter Wasser bleiben. Sieht man irgendwo die Detonationen? Naja, aus der ersten Wasserbombenserie haben wir uns, glaube ich, erstmal ganz gut davon gestohlen. Würde ich langsam die Fahrt auch wieder verringern. Kleine Fahrt voraus. Öldorp kriegt eine Pause. Prien ist ausgeruht, darf in den Heuchraum gehen. Kursgenauigkeit 28. Er darf sich auch ausruhen. Okay, riskieren wir einen Blick auf die Karte. Hier ist der Täuschkörper, deswegen sehen wir quasi hier auch nichts. Kann man an der Stelle speichern? Wird ein riskanter Speicherstand, aber wir machen es mal. Ich glaube, es ist zumindest für den Moment mal ganz gut gelaufen. Jetzt ist halt die Frage, können wir uns hier davon schleichen, ohne dass die das mitkriegen? Hier sieht man auch tatsächlich einen Flieger, den sollten wir doch gar nicht hören können, oder? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir sind ziemlich weit unten. Knapp 130 Meter. Rohr 4 geladen. Mann. So ziemlich alle
Kriegsschiffe, bis auf die beiden hier vorne, haben sich jetzt in diesen Bereich begeben. Wie spät haben wir es denn eigentlich? 17:25. Luftqualität ist schon wieder auf 23% runter. Das ist natürlich übel. Wir müssten nochmal nachlegen, um unsere Tauchzeit ein bisschen zu verlängern. Aber ich denke, wir müssen auch nochmal hoch. Also schauen wir, dass wir dann eher für den nächsten Angriff, sofern wir denn nochmal drankommen, den werden wir von dieser Seite hier fahren. Aber wir kümmern uns erstmal um die Kaliumabsorber. Falscher Mann. Wer hat denn noch welche? Er müsste doch noch 15 Stück haben. Und ich glaube, er hat auch nochmal 15. Und 40 haben wir noch im Lager. Also das war schon eine ganz gute Investition. Ventilation können wir schon mal anschalten. Ja, wobei, das machen wir direkt manuell. Na, egal. Eieieiei. Gut. Also sie haben, denke ich, schon auf den Täuschkörper, da haben sie, glaube ich, schon angebissen. War das gerade Erstick? Nee. Hab schon Halluzinationen. Scheiße. Zerstörer. Ventilation aus. Wir sind auf kleiner Fahrt. Die haben uns gehört. Ich glaube, die haben uns gehört. Das ist jetzt aber unangenehm. Oder? Ja, es hilft nichts. Wir müssen durchlüften. Wir bleiben auch auf der Tiefe. Aber ich fürchte... Naja, die sind natürlich jetzt aufgeschreckt. Und die suchen alle. Schaut euch das an. Hier drüben, hier und hier. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Vielleicht sollten wir auch einfach ein bisschen Abstand gewinnen. Alle Maschinen stopp und dann lassen wir die erstmal von dannen ziehen. Ist, glaube ich, vielleicht gar keine so doofe Idee. Dann können wir nämlich mal auftauchen. Machen die Ventilation nochmal aus. Und hoffen, dass die uns jetzt hier nicht entdecken. Oder bereits entdeckt haben. Bin mir da nämlich nicht so sicher. Dann könnte man nochmal auftauchen und dann geht's auch langsam Richtung Abend und den nächsten Angriff halt dann bei Dunkelheit fahren. Aber ich fürchte fast, diesen Kurs wird der nicht zufällig fahren. Nochmal ein bisschen absacken lassen. Tiefer. 150 Meter. Na, wirft er was? Dauert noch einen Moment. Er dreht noch. Er überläuft uns nicht genau. Ja, das kann ja kein Zufall sein, oder? Jetzt schauen wir mal. Wenn er was abwirft, dann haben wir ja sowieso jede Menge Radau. Dann machen wir die Lüftung wieder an, hauen nochmal einen Täuschkörper raus und schauen, dass wir nach hier unten irgendwie abhauen. Hallo? Wir schnappen uns schon mal... Moment. Kapitän? Herr Kaloy? Kapitän? Ihn hier. Er hat die Täuschkörper. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Jetzt sind sie also direkt über uns. Frage Luftqualität.
19%. Kommt aber nichts. Keine Wasserbomben. Die haben schon wieder die glänzenden Gesichter. Ich glaube, das soll einfach den Angstschweiß darstellen. Nicht ganz getroffen. Schraubengeräusche werden wieder schwächer. Ist zumindest mein Eindruck. Ja, die haben vielleicht kurzzeitig was gehört. Vielleicht haben sie unsere Belüftung gehört. Haben es aber nicht hinbekommen, uns anzupeilen. Wir können halt jetzt hier nicht ewig warten. Wir müssen halt auch gleich wieder lüften. Das wird ihnen schon bewusst sein. Vielleicht versuchen sie uns jetzt auch einfach unter Wasser zu halten. Können wir es riskieren, zumindest mal auf kleine Fahrt zu gehen? In jedem Fall, entweder müssen wir gleich die Ventilation anschalten und oder auf kleine Fahrt gehen. Weil hier werden wir einfach ersticken, wenn wir hier jetzt liegen bleiben. Hilft ja alles nichts. Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. Ruderhart Backbord. Ich meine, wir sind weit unten. Aber solange wir die alle hören, hören die uns ja auch. Zumindest in der Theorie. Aber es hilft alles nichts. Ich würde sagen, bei 10% machen wir die Lüftung an. Und da sind wir gleich. Weil wenn wir uns erinnern, die fangen ja schon quasi an zu ersticken, wenn wir schon so bei 4-5% unten sind. Sieht noch ganz gut aus. Okay, Lüftung an. Ja, wir warten noch das 1%, warten wir noch ab. Wer weiß. Das Zünglein an der Waage. Okay, gut, alles klar. Ventilation an. Und dann hoffen, dass die jetzt nicht auf uns aufmerksam werden. Sieht aber ganz gut aus. Bringt noch nicht allzu viel. Bringt eigentlich gar nichts. Verdammt, Wassereinbruch. Scheiße. Boot nicht weiter fallen lassen. Wir gehen auf 80 Meter. Gänge hat bereits Reparaturen in Gang gesetzt. Das ist halt jetzt der Tiefe geschuldet, ne? Nochmal Kaliumabsorber nachladen. Ich meine, wir können jetzt hier nicht auftauchen. Dann ist es einfach vorbei. Hilft alles nichts. Wir müssen jetzt auch ein bisschen auf die Tube drücken. Langsame Fahrt voraus. Kaliumabsorber nachlegen. Haben wir ganz schön viele jetzt verbraucht davon. Hätten wir die nicht gehabt? Ach du Scheiße. Das ist, glaube ich, bei der Notfallluke, oder? Kommst klar, Gänge? Brauchst du Hilfe? Ich leuchte ihn. Ja, der macht das schon. Alles gut. Bisschen Wasser im Boot. Nachlegen. Wenn die nicht so krass schnell aufgebraucht werden, ne? Und so teuer werden. Schaut euch das an, wie die durchgehen. Scheiße. Das bringt ja fast gar nichts. Scheiße. Das bringt ja überhaupt nichts. Wir müssen hoch. Wir gehen schon mal auf 30 Meter. Möglichst Distanz schaffen. 12 Minuten haben wir noch. Die Uhr tickt. Na gut. Ob wir aus der Nummer rauskommen, Männer, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Das könnte noch spannend werden.